27. März 1921. Ernst Ludwig Ehrlich kommt als einziges Kind von Martin und Eva Ehrlich in Berlin zur Welt. Martin Ehrlich ist Bahnbeamter und Eva Ehrlich stammt aus einer angesehenen Kaufmannsfamilie. Beide kommen aus der preußischen Provinz Brandenburg. Martin und Eva Ehrlich sind Teil des liberalen jüdischen Bürgertums und leben wie viele andere jüdische Familien in Berlin-Charlottenburg. Am Savini-Platz geht Ernst Ludwig, der von seinen Eltern stets Lutz genannt wird, zur Schule. Gemeinsam besuchen sie die Synagoge in der Fasanenstraße. Dort feiert er 1934 seine Bar Mitzwa, an die eine Einladungskarte erinnert. Ernst Ludwig Ehrlich besucht das Gymnasium und macht Sport beim Bar Kochbar Hakoa im Grunewald. 1936 wechselt er freiwillig auf eine jüdische Schule, nachdem sich das Klima an den staatlichen Gymnasien deutlich verschlechtert hatte. Martin Ehrlich soll Adolf Hitler als hergelaufenen Österreicher bezeichnet haben. Ein Strafverfahren ist die Folge. Er wird zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Seine Stelle bei der Reichsbahndirektion wird ihm entzogen. In der Folge verschlechtert sich Martin Ehrlichs Gesundheit erheblich. Er stirbt im Oktober 1936 und wird auf dem jüdischen Friedhof Weißensee beigesetzt. Im Zuge der Novemberpogrome werden Eva Ehrlichs Grundstücke enteignet. Als die Synagogen brannten, die Geschäfte zerstört waren, da war das Ende gekommen. Das ist die große Zäsur. Und das ist nicht für uns die Zäsur allein gewesen. Für mich heute ist das Problem, die Tatsache, dass die ganze deutsche Bevölkerung das gesehen hat und hingenommen hat, mit Ausnahmen. Ich glaube, der Druck war zwar groß, aber die Menschlichkeit des Einzelnen hätte größer sein können, um dem Druck zu widerstehen. 1939. Eva Ehrlich bemüht sich vergeblich um eine gemeinsame Auswanderung. Der Beginn des Krieges macht diese Option endgültig zunichte. Zu jener Zeit wohnen sie bereits gemeinsam in einer sogenannten Judenwohnung in der Levetzow-Straße in Berlin-Moabit. März 1940. Ernst Ludwig Ehrlich besteht sein Abitur auf der Oberschule der jüdischen Gemeinde in der Wilsnacker Straße in Berlin-Moabit. Rabbiner Leo Beck begleitet Ernst Ludwig Ehrlich von seiner Jugend an. Anfangs als Gemeinderabbiner und später an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. April 1940. Ehrlich will Rabbiner werden und nimmt sein Studium an der Hochschule auf. 1942. Ernst Ludwig Ehrlich legt sein Zwischenexamen als akademischer Religionslehrer und Prediger ab. Kurz danach schließen die Nationalsozialisten die Hochschule. Auf Bitten Leo Becks überbringt Ehrlich Deportationsbriefe an Berliner Juden. Nach dem 3. Brief bittet er Beck, der ihm als Präsident der Reichsvertretung der deutschen Juden die Aufgabe anvertraute, ihn von dieser Bürde zu befreien. Ebenfalls 1942. Ehrlich wird zu Zwangsarbeit in einer Waffenfabrik des Quandt-Konzerns verpflichtet. 1943. Um der sogenannten Fabrikaktion zu entgehen, täuscht er einen Arbeitsunfall durch eine Selbstverletzung mit Säure vor. Und auf diese Weise war ich nicht bei dieser Aktion dabei und mein illegales, total illegales Leben musste beginnen. Meine Mutter ist leider zur Arbeit gegangen und ist mit dem Transport dann wenige Tage später nach Auschwitz gekommen. Bereits einen Tag später findet Ehrlich ein Versteck im Büro des Korkfabrikanten Franz Schürholz.
Der überzeugte Katholik Schürholz war zuvor wegen regimekritischer Äußerungen aus der Wehrmacht entlassen worden. Schürholz und seine Frau Berner verstecken mehrere Juden und werden dafür später von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt. Ehrlich bleibt Schürholz lebenslang freundschaftlich verbunden. Und ich bin dann in der Lindenstraße im Büro gewesen. Dann gab es einen großen Angriff. Ich konnte nicht in den Luftschutzkeller gehen. Aber da ich von Natur aus neugierig bin, habe ich so die Gardine ein bisschen verschoben, um die Bomben zu sehen, wie sie so niederfallen und dass so alles so schön brennt. Und da hat mich der Luftschutzwart gesehen, dass da jemand in der Wohnung ist. Und dann hat der Herr Schürholz gesagt, ja, das ist mein Bruder, der ist nur für ein, zwei Nächte da. Und dann hat der Schürholz mir gesagt, ja, ist ein Problem. Man muss was Neues suchen. So kommt er bei der früheren Hausangestellten der Familie, Emma Hamel, unter. Auch sie versteckt Ehrlich für einige Tage. Die Tage verbringt Ehrlich mit seinem Freund und ehemaligen Kommilitonen Herbert A. Strauß. Gemeinsam entscheiden sie sich für eine Flucht in die Schweiz. Die katholische Fluchthelferin Luise Meyer hilft von Berlin aus, gemeinsam mit Josef Höfler, Jüdinnen und Juden in die Schweiz zu schleusen. Dann gingen wir mit ihm friedlich nach Gottmerding und er setzte uns in einem Graben ab, so zwischen 5 und 6, und zeigte uns, sagte, da drüben, da ist die Schweiz. Nicht da, da dürft ihr nicht hingehen. Das ist eine Enklave, da seid ihr wieder in Deutschland. Ihr müsst da hingehen. Ernst Ludwig Ehrlich und Herbert A. Strauß gelingt die Flucht in die Schweiz. Und es beginnt ein Neuanfang in Basel. Ehrlich beginnt an der Basler Universität Theologie und Islamwissenschaft zu studieren. Doch die Anfänge in der Schweiz sind von Unsicherheiten geprägt. Die Schweizer Fremdenpolizei macht Ehrlich in den ersten Jahren Schwierigkeiten, wegen seines Aufenthaltsstatus und das Stipendium, welches er erhält, reicht zwar gerade so für die Miete, jedoch für kaum mehr. Unterstützung bekommt er von jüdischen und christlichen Familien, die ihn zu Mittagstischen einladen. Nach dem Kriegsende beginnt Ehrlich wieder nach Berlin und in andere Teile Deutschlands zu reisen. 1946 erhält er einen Fakultätspreis, zu dem ihm Leo Beck aus den USA gratuliert. 1950. Ehrlich promoviert an der Universität Basel zum Thema Traum im Alten Testament. In der jüdischen Gemeinde zu Berlin arbeitet er Anfang der 1950er Jahre als Prediger. Die Möglichkeit einer Ausbildung zum Rabbiner existiert im Nachkriegseuropa nicht mehr. Auch deshalb wächst in Ehrlich der Wunsch, in den USA sein Rabbinatsstudium zu beenden. Darüber ist er mit Leo Beck im Austausch. Die Umsetzung dieses Wunsches bleibt Ehrlich verwehrt. Er arbeitet als freier Wissenschaftler, publiziert und nimmt Lehraufträge in Frankfurt am Main, Freiburg, Zürich, Basel, Bern und an der Freien Universität in Berlin an. Nach außen hin lässt er sich nichts anmerken, doch in Briefwechseln mit Freunden spricht er über seine Sorgen. Flucht und Vertreibung beeinträchtigen Ehrlichs beruflichen Werdegang. Hinwendung zum christlich-jüdischen Gespräch. Durch den Austausch mit dem Katholiken Schürholz und durch sein Studium der verschiedenen Religionen verfügt er über die Expertise und das Feingefühl für dieses Thema. 1956 stirbt sein Mentor und Lehrer Leo Beck in London. 1958. Ehrlich wird Generalsekretär der christlich-jüdischen Arbeitsgemeinschaft der Schweiz und erhält den Leo-Beck-Preis des Zentralrats der Juden in Deutschland. Ein Gespräch zwischen Christen und Juden muss nach Kriegsende neu begonnen werden. Ehrlich setzt auf persönliche Begegnungen und fordert auch die jüdische Gemeinschaft immer wieder auf, das Gespräch zu suchen. 1961. Ernst Ludwig Ehrlich wird Europadirektor der Bnei Brit-Logen.
ein Amt, das er 33 Jahre ausüben wird. Er fungiert als geschickter Vermittler zwischen Politik und jüdischer Gemeinschaft in der Schweiz, Deutschland und anderen europäischen Ländern. 1965. Ehrlich ist während des Zweiten Vatikanischen Konzils als jüdischer Berater von Kardinal Beer in Basel und Rom in entscheidender Weise an der Vorbereitung der wegweisenden Erklärung über die Juden, Nostra Aetate, beteiligt. Ab den 1970er Jahren bekommt Ehrlich Ehrungen für sein Lebenswerk. 1972 erhält Ehrlich eine Honorarprofessur für neuere jüdische Geschichte an der Theologischen Fakultät der Universität Bern. In seinem Amt für den Bnei Brit ist er ein gefragter Gesprächspartner. Das gegenseitige Kennenlernen, den Umgang miteinander haben. Antisemitismus ist da am ärgsten, wo es keine Juden gibt. Das ist ein altes Gesetz. Das heißt also, wir müssen versuchen, vermehrt miteinander Umgang zu haben. Und ihr Nichtjuden müsst auch versuchen, Juden, die Hemmungen haben, aus dem Ghetto herauszulocken. Wie war das? Dialog ist etwas Gegenseitiges. Und ihr braucht für diesen Dialog jüdische Partner. Die jüdischen Partner sind oft deshalb nicht da, weil sie misstrauisch sind. Das ist das Schlimmste. Wir müssen miteinander das Misstrauen überwinden, was natürlich durch Zeitungsartikel immer aufs Neue genährt wird, aber wir müssen glaubwürdig dagegen angehen, dass unsere jüdischen Bürger das Gefühl haben, dass sie von uns allein gelassen werden. Schauen Sie, das gilt auch für die andere Seite. Ich war im Zentralkomitee der deutschen Katholiken in Amerika. Und die gleichen Kreise, die hier einiges Unheil angerichtet haben, haben dies auch bei uns beim Zentralkomitee, als wir in Amerika waren, in New York gesagt. Und ich habe geantwortet. Und ich habe plötzlich wir gesagt. Das heißt, ich habe mich mit den Mitgliedern, mit den deutschen Mitgliedern des Zentralkomitees der Deutsch-Katholiken identifiziert. Obwohl ich Schweizer bin und obwohl ich Jude bin. Und das müssen wir erreichen. Sich Katholiken identifizieren, wenn Juden angegriffen werden. Und wenn Juden ungerecht angegriffen werden. Ehrlich erhält für sein Engagement im christlich-jüdischen Dialog die Buber-Rosenzweig-Medaille des Deutschen Koordinierungsrats der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. 1984. Verleihung des Bundesverdienstkreuz Erste Klasse der Bundesrepublik Deutschland. 1986. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Basel. 2003. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Geschichts- und Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Freien Universität Berlin. 2005. Verleihung der Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Luzern. 2007. Ehrlich erhält den Israel-Jakobsen-Preis der Union progressiver Juden in Deutschland. Als jüdischer Pluralist engagiert er sich für das liberale Judentum, ist jedoch zugleich Mitglied der orthodox ausgerichteten israelitischen Religionsgesellschaft Basel. Stets an Ernst Ludwig Ehrlichs Seite ist seine Frau Silvia Ehrlich. 2006 erhält er den ersten Bischof-Hemmele-Preis für besondere Verdienste im jüdisch-christlichen Dialog. Ernst Ludwig Ehrlich ist es ein Anliegen, dass Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion in den jüdischen Gemeinden Deutschlands ihren Platz finden. So sagt er 2006, als letzter aktiver Schüler der letzten Generation der Lehranstalt spüre ich die tiefe Verpflichtung zu helfen. Nur so wird es gelingen, den Tausenden von Juden, die in den letzten Jahrzehnten nach Deutschland gekommen sind, eine geistige jüdische Identität zu vermitteln, die ihnen bisher verwehrt war. Und das ist eben im Judentum das Positive, dass jeder das da finden kann, was ihm liegt, und in gewisser Weise auch das Schwierige
und teilweise, wenn es zu Konflikten kommt, auch das Unerfreuliche. Ich glaube, die Aufgabe, die wir haben, ist, den Pluralismus der anderen zu respektieren. Am 21. Oktober 2007 stirbt Ernst Ludwig Ehrlich in Rien bei Basel. Er ist auf dem Friedhof der liberalen jüdischen Gemeinde Or Chadash in Zürich begraben. Yehi Zichrono Livracha. Ernst Ludwig Ehrlich ist, glaube ich, für alle, die ihn erlebt haben, jemand gewesen, der jenseits der persönlichen Überzeugungen gestanden ist für Engagement für die jüdische Gemeinschaft. Was bleibt eigentlich von einem Menschen? Und diese Liebe zur Wahrhaftigkeit, wirklich darauf zu bestehen, auch Dinge zu erklären, immer wieder zu auf die Menschen einzugehen, aber dann doch bei diesem Bleiben, was wahrhaftig ist. Und das halte ich so persönlich für mich für eine der wichtigsten Dinge. Ein Mensch, der die Shoah überlebt hat, geht hin und fängt an, kirchliche Texte zu lesen. Ich meine, man muss sich das vorstellen, was das bedeutet. Nicht? Also in dem Wunsch, wirklich natürlich für ein besseres Europa, für eine bessere Welt. Aber das ist eben auch, er wusste, das ist kein Vergnügen. Dialog macht man nicht mal so nebenbei, das ist richtig Arbeit. 2009 wurde das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk eröffnet mit dem von uns selbstbewusst formulierten Ziel, dass unsere Arbeit im Studienwerk immer auch ein Andenken an Ernst Ludwig Ehrlich persönlich sein soll. 2010 kam ich ins Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk als einer der ersten 32 Stipendiaten. Und ich habe sofort bemerkt, das ist ein Raum, hier möchte ich mich gerne einbringen. Für mich war es auch wichtig, gemeinsam mit den rabbinischen Studienleitern und mit anderen Stipendiaten auch ganz praktisches, religiöses Wissen zu erlernen, was man vorher so nicht hatte, was natürlich auch ganz im Sinne von Ernst Ludwig Ehrlich gewesen ist, nämlich, dass man auch diese Basis vermittelt bekommt, die man zum Beispiel als Migrant aus der ehemaligen Sowjetunion oft nicht hatte. Die Freiheit, so zu denken, wie man möchte und mit anderen diesen Dingen nachzugehen. Und deswegen, glaube ich, war das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk ein Aspekt des jüdischen Lebens, der besonders wichtig war und gefehlt hat. Ernst-Ludwig-Ehrlich war Zeit seines Lebens ein überzeugter und überzeugender Brückenbauer. Und genau in dieser Tradition sehen wir auch unser Wirken, ob es jetzt die Brücken sind zu anderen Religionsgemeinschaften, wie in unserem Programm Dialogperspektiven, oder auch die Brücken innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Denn das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk ist weiterhin eines der ganz wenigen Organisationen weltweit, die offen ist für alle Strömungen des Judentums. Bei der allerersten Sommerakademie war das wie ein Ankommen für mich, weil ich diese ganzen unterschiedlichen junge Jüdinnen und Juden als wahnsinnig interessant erlebt habe und ich einfach nur gespannt war auf das, was uns erwarten würde in Zukunft. Ich habe in dieser Gruppe ein großes Potenzial erkannt und bemerkt, dass ich mich dort wiederfinde in dieser Gruppe. Ich hatte das Gefühl, ich kann endlich mit Gleichgesinnten über Themen reden, die mich brennend interessieren. Wir sind viele Namen durchgegangen und erstaunlicherweise war der Name, der für alle akzeptabel war, ganz gleich aus welcher Richtung man kam, Ernst Ludwig Ehrlich. Also ich würde es Ehles im besten Sinne als ein Labor jüdischer Identitäten bezeichnen, als ein Ort, der vielleicht das an Vielfalt produziert, was es braucht, um sowas wie ein lebendiges Judentum in Deutschland erst wieder möglich zu machen. Ich habe den Eindruck, wir befinden uns gerade erst am Anfang.